Etwa zu der Zeit der Neuen Wilden begann der österreichische Maler Alfred Biber mit seinen Werken. Ist er im Detail nicht einordnenbar, steht er eindeutig in der expressiv-erotischen Tradition der Wiener Jahrhundertwende. Sicherlich hat ihn auch der Wiener Aktionismus geprägt. Geschichtliche Hintergründe interessierten das Ausnahmetalent seit jeher. Die Geschichte zu übermalen ist für ihn auch das Auseinandersetzen mit der Geschichte hinter der Geschichte. Welches Leid, welche Liebe, welche Gegensätze mögen wohl hinter diesem historischen Deckmantel verwoben sein? Die Übermalung ist die formale Entsprechung zur Lebenswirklichkeit, dem Aufeinanderprallen von Gegensätzen und der Identifikation. Wenn Alfred Biber den Pinsel langsam über das Bild streichen lässt, ist es nicht nur das Vergnügen, diesem Altmeister und Könner über die Schulter schauen zu dürfen. Auch die Leinwand fängt an zu atmen, haucht er ihr Leben ein. Seine Werke sind ab 6. Juni in den Ringstraßengalerien am Kärntner Ring in Wien zu bewundern. Nähere Informationen über Alfred Biber finden Sie auch unter www.alfred-biber.at.